So. Am Boden sind Kratzer. Aha. Bags were recently dragged here. Vielleicht können wir die wegräumen. Aha. French wine. A remarkable vintage. These bottles are too expensive for a station master's wage. They were likely taken from the parcels. Shameful. Das war's jetzt? Nein. Watson. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Werkzeuge. These tools were used quite recently. They are still muddy. We should ask about them. Das klingt oder sieht verdächtig aus nach... Oh, da ist offen oder was? Sieht verdächtig aus nach... als ob die bei der Eisenbahn herumgebaut hätten und vielleicht eine Weiche und dass der Zug so verschwunden ist. Kollege, erzähl mir mal, was mit den Werkzeugen los ist. You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. Arbeiter? Who were these workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink. And whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. Ich glaube, das war eine tricky Bande, war das. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Das war eine tricky Bande. Untersuchen Sie sorgfältig den Bahnhof von Chesterfield. Machen wir. Allerdings gibt es keine Anzeichen von Aktivität. Die Hinweise. Haben wir nichts. Sehen wir uns weiter um. Komm, Watson. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo was. Irgendwo könnte vielleicht noch was sein. Oh. Hä? Können wir noch nicht weitergehen oder? Oh, auch interessant. Auch interessant. Ich hab grad. Geht's da weiter? Ja, da geht's weiter, okay. Haben wir da irgendwas? Okay, da geht's auch nicht weiter. Hello, Watson! So. Um meine Wissensbegierde zu befriedigen. Oh, okay. Fahrrad. Waren wir da schon drin? Ja. Da waren wir auch schon drin. Gibt's da irgendwas Besonderes? Nein. Dann werden wir da nochmal reingehen. So, gibt's da noch irgendwas Besonderes? Weil sonst haben wir eigentlich den Bahnhof sorgfältig untersucht, soweit. Oder? Da steht auch noch so eine Schubkarre rum, da steht noch eine Kutsche. Die hat aber auch nichts damit zu tun. Hm. Ich weiß nicht, was es sonst noch geben könnte. Tür öffnen, okay. Da gibt es auch nichts. Ich glaube, Watson, wir sind da eigentlich fertig.
oder? Haben wir was übersehen? Na, wir sind da eigentlich fertig. Will I ever get any peace? Will I ever get any peace? Holmes, was sagst how du? Is it even possible for a train to disappear? Ich glaube, wir sind da fertig. Aber was ist zu tun? Der Bahnhofsvorsteher von Chesterfield ist Alkoholiker. Die Farbe seiner Gesichtsart und vor allem seiner Nase beweisen das ohne Zweifel. Trotzdem sieht es aus, als ob seine Frau gut um ihn kümmert. Er ist faul, abgelenkt, ganz offensichtlich nicht in der Lage, seine Arbeit korrekt zu erledigen. Mhm. Was tun wir jetzt? Was tun wir jetzt? Untersuchen Sie sorgfältig den Bahnhof von Chesterfield. Was der Sonderwagen des verschwundenen Zuges transportierte. Und wie sollen wir das herausfinden? Schauen wir mal vielleicht nochmal. Okay, Chesterfield, schauen wir nochmal nach Evesham. Vielleicht ergibt sich da was. Ich werde zwischendurch mal ein Schlückchen trinken. Sorry. Vielleicht haben wir was in den Herleitungen. Kam nie in Chesterfield an. Passierte Chesterfield, was passiert dann? Nix. Gut, kam nie in Chesterfield an. Und was ist, wenn wir da sagen, ein Unfall? Passiert auch nichts, dann bleiben wir einfach bei unserer These. Oder bei unserer Vermutung. Gut. So, was ist da am Bahnhof los? Gibt's da was Neues? Nein, aufmachen. So. Da gibt's nichts im Mülleimer. Da sind wir falsch. Der ist immer noch bei seinem Rad. Hat offensichtlich ein Rad ab. Ups, Verzeihung. Da habe ich kurz gegoogelt. Railway Post Bags. Ja, die haben wir ja vorher schon untersucht. Oder haben wir in Chesterfield irgendwas vergessen? Der Bahnhof von Chesterfield ist aber eigentlich tutti completi. Ach, wir könnten vielleicht mit dem Arbeiter reden. Der war in Bridlington. Sagen, das Einzige, was vielleicht auf Dauer anfangen könnte, ein bisschen zu nerven, sind diese Ladezeiten da, die es zwar recht schön überbrücken, aber dadurch, dass die so ruckeln und ein bisschen Crime and Punishment liest du das Buch. Sehr schön. Ja, aber werden wir sehen, natürlich. Bridlington Station. So, liebe Kollegen. Hoppala. So, jetzt quatschen wir mit dir. An absolute outrage. Oder was hast du noch zu sagen? I will not move from here until I receive my. Ja, ja. Haltet alles Maul. Don't touch anything, please. Was fassen Sie nichts an? Ich werde dich gleich anfassen, Kollege. Gut, das sind wir auch falsch. Wir müssen wirklich nochmal nach Chesterfield, weil wir da irgendwas übersehen haben. Die Frage ist nur, was? Das meine ich, wenn man da viel herumreist und so, dann kann es durchaus sein, dass ihm das vielleicht ab und zu auf die Nerven geht. Ich meine, schauen wir mal. Noch hält es sich in Grenzen. Fortfahren. Und zwar nicht mit der linken Maustaste, sondern mit der Taste A auf dem Pad. Haben wir da irgendwas übersehen? Da ist der Watson. Ja, die Spuren haben wir alle untersucht. Da ist aber noch was. Diese Säcke wurden bewegt. Da ist aber auch nichts zu erkennen.
auf den Schienen. Ich weiß aber auch nicht, ob ich auf den Schienen da richtig bin. Sie haben gesagt, sie wollten die Gleise anheben, damit das Wasser keine Probleme macht. Schaut nicht so aus, ob das Wasser da Probleme machen sollte, würde, könnte. Haben wir da irgendwas übersehen? Da ist ein Fahrrad, das für unsere weiteren Ermittlungen sicherlich nicht sehr wertvoll sein wird. Da ist die Waiting Hall. Wir haben da Gepäck. Aber das bringt uns anscheinend nichts. Und da Zeitungen. Haben wir da irgendwas an den Wänden? Tathergang. Da ist auch nichts. Das haben wir untersucht. Das haben wir untersucht. Den Abfall haben wir untersucht. Tickets. Auch nichts. Der Morse-Code. Hat der irgendwas zu bedeuten? I had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. Aber was hat der zu bedeuten? I had thought that all. Ja. Ist gut, Home. Home sage ich, Watson. Ein Telegraph. Ja. Ein Telegraph. Ich hab grad echt keine Ahnung. Will I ever get any peace? Ich weiß nicht, ob du deine Ruhe bekommst. Wahrscheinlich schon, wenn wir da falsch sind. Nur was ist zu tun? In der Waiting Hall waren wir gerade. Aha, ich bin auch ein Depp, hey, ohne Witz. So. Rumpf einer... A handcar wheelbase. Interesting. It appears that elements of the same construction were scattered everywhere. Watson, please tell me, do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Yes, of course. We saw it coming. The headlights. And heard the whistle. But that is it. We didn't see the train itself. Holmes, I'm a little confused. Ich weiß genau, was meint, der Kollege. Und zwar mit dieser, oh Gott, wie spricht man das aus? Dresine. Die Katze hat 7 Sinne, wir haben 3 Sinne. Oder so ähnlich. Na, keine Ahnung, ist doch egal. Auf alle Fälle, dieses Ding ist da eingefahren und dadurch, dass es neblig war, hat man nur die Scheinwerfer gesehen, die sie da montiert gehabt haben, die Kollegen. Das heißt, der Zug ist entweder schon gar nicht losgefahren oder er ist da irgendwo, das Werkzeug war ja auch benutzt, er ist da irgendwo durch eine Weiche abgeleitet worden und uns wurde vorgegaukelt, ein Zug kommt. Ist aber nicht erschienen, der Zug. Und keine Spuren. So. Ich glaube nämlich, die demontierte Dresine scheint mit unserem Rätsel zusammenzuhängen. Bauen wir die Dresine wieder zusammen, um zu sehen, ob man sie für einen Zug halten könnte. Gerne. Gerne. Das machen wir gerne. Das Zugexperiment. Watson, wir haben zu tun. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Tja. Das Zugattrappenexperiment. Einsatzpunkt für kleines Zahnrad. I should use the appropriate object here. Kleines Zahnrad? So. Huch. Wo ist denn das jetzt hin? I should use the appropriate object here. Handhebelanschlüsse. Handhebel. Okay, das haben wir. Was brauchen wir noch?
Holzrumpf. I should use the appropriate object here. Okay, wir brauchen mal ein Rad. Dass wir... I should use the appropriate object here. Achso, okay. Zurückstellen. Wir brauchen mal den Holzrumpf. Wo ist der... Ah. I see. Jawohl, jetzt können wir das Rad nehmen und an die Radachse tun, genauso wie das. Und das können wir an die... Hey, Alter. Willst du mich verarschen? Dann komm in meinen Garten. Hallo. Hallo? Hey, wie kann ich das? Hallo? Ups! Sherlock? Ach komm! Dann überspringen wir. Ups! Ja, leck mich doch. Scheiß Minigame. So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. Ja. F. We need to attach a headlight and a steam whistle. Ja. Okay, und wo bekommen wir die her? Von da drinnen etwa? Scheinwerfer. Mit Dynamo. Und Dampfpfeife. Na bitte, so easy. Watson, ich habe es. Hui. So. Zuckertappe. I need something long for the headlight to be attached. Ja. I need something long for the headlight to be attached. Oh Gott, was willst du von mir, Haberer? I need something. Wir brauchen was Langes. Machen wir da irgendwas? Was? Aha. Haben wir gleich noch was? Na, so. Steam Whistle und Rauch, so, Eisenbahndresin. Dresin. The long pole is now attached. It will allow us to connect the headlight. Alles klar. The headlight is attached. Hammer. The steam whistle is now connected. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary, my dear Watson. We shall need a fire extinguisher. Hab ich. The fire extinguisher. Now let us see what we have here. First of all, let us pump the pressure inside the extinguisher. Machen wir. First of all, oh. Let us pump the pressure inside the extinguisher. Entschuldigung.
Du darfst dran. The steam whistle is ready to be used. Probieren wir es aus. Hammer. Aha. Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So, such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. Huh. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. This mine has completely collapsed, Holmes. Was ist das für ein Päckchen? I am almost certain it is a... Watson, could you assist, please? Do you have your pistol? Good. Fire at this package. Zielen? Wow.